Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und willkommen in Kluft der Büsch. Bücher. Ja, wir spielen wieder eine Runde League of Legends. Okay, da ist, da wurde ein Gegner gesichtet. Haben die ein... Ja gut, mit Nautilus können sie vorpressuren. Aber das kriegen wir hin. Also wenn die uns invaden sollten, würden wir das eigentlich ganz gut hinbekommen, ganz gut gehandelt bekommen. Mal gucken, aber ich denke mal nicht, dass sie das machen. Wir haben ja hier die Sicht, ne, von China-Reis. Deshalb kein Problem. Ja. Nautilus und Jhin auf unsere Lane. Kack-Kombo, aber könnten wir packen. Also Nautilus wird natürlich ein bisschen anstrengend. Weil der schluckt so viel wie, ne? Die Leute. Das ist doof. So, gehen wir mal back to the slums. Warte, ich helfe dir mal ganz kurz hier. So, dann gehen wir mal. Wäre natürlich jetzt geil, also eigentlich war... Oh. Fängt der geil an. Das Geile ist, die Top-Lane hat zuerst so uns gefragt, ob die Garen oder Malphite spielen soll. Und da hat einer geschrieben, den du am besten kannst, ne? Und da hat er geschrieben, easy peasy Malphite. Ja, sieht man ja, ne? Oh, aua. Ich brauche Level 2 unbedingt. Level 2 habe ich, sehr gut. Jetzt sollten wir ein bisschen aufpassen, weil jetzt kann Nautilus uns extrem schnell grabben. So, immer schön mit den Minions. Ich habe keine Dings mehr, ne? Das ist mein Problem. Das war so dumm jetzt gerade. Alla! Was macht die? Viel besser. Alla, chill mal. Bleib mal ein bisschen hier, ne? Oh, Alter. Oh. Okay. Damit habe ich jetzt null gerechnet. Also, dass Nautilus solche Balls zeigt, damit hätte ich jetzt null... Scheiße. Oh, Alter. Also, das war... Boah, krass. Scheiße. Das ist doof jetzt. Das ist wirklich sehr doof. Oh, ups. Ah, scheiße, mit den Bolts hätte ich jetzt null gerechnet. Ohne Mist jetzt. Das kotzt mich jetzt mega an. Wie kann Nautilus eigentlich schon wieder auf der Lane sein? What the fuck?
Trollololololololol. Ah, wir können halt jetzt gerade nichts machen. Wir können halt gerade nichts machen. Wir müssen gucken, aber wir müssen halt wirklich auf den Jungler warten, ne? Was anderes ist gerade nicht möglich. Der macht das mega gut, ey. Vor allem mit seinen Fallen, also mit seinen Traps und sowas. Der macht das mega gut. So, ich gehe jetzt back, ist mir scheißegal. Bevor ich mich hier selber irgendwie noch kille oder so. Ach, scheiße, wir können keine Dings holen, ne? Egal. Nee. Oh, nein. Oh. Geh back, bitte. Geh back. Scheiß drauf, da kriegen die halt zwei Towerplatten. Okay, Hammer. So, dann lass Drake ganz schnell machen hier. Ich hab halt keinen Mana, ich konnte halt nichts machen, ey. Hätte man nicht machen dürfen. Jetzt kriegen die auch noch den Drake, ne? Boah, scheiße, wir spielen echt Kacker gerade. Also ich spiele total Kacker, ne? Also wie immer. Aber irgendwie machen mir alle nach, das ist doof. Ich gehe da nie rein. Bin noch nie bescheuert. Kannst so viel pingen, wie du willst, mein Guter.
Ich gehe da bestimmt nie rein. Ich bin doch nicht bescheuert, Mensch. Alter, war das dumm, was wir gemacht haben. Das war so bescheuert, Alter. Oh, Kacke, ey. Aber irgendwie war das lustig. Oh, Scheiße, Alter. Was ist denn das für ein Game, ey? Das kriegen die auch noch fürs Tower, ey. Nee, lass mal Jackie. Okay, dann muss ich jetzt ganz schnell wieder zurück. Back to the Slums. So schnell wie möglich. Also es ist hier nichts verloren, ne? Also wir haben halt, man muss es wirklich sagen, Kills geschenkt. Das war ein bisschen scheiße. Aber wenn wir das jetzt sein lassen, ist alles gut, ist alles in Ordnung. Wir können halt auf der Botlane absolut nichts mehr machen, ne? Ach, ich hasse die Mana-Probleme. Jetzt mal ohne Spaß, Alter. Hat Jackney gerade noch geschrieben, dass wir Dings spielen sollen, also Safe spielen sollen, und dann läuft er da zwischen zwei Towern rum. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Mana-Dings übelst krass vermisse? Hier so Mana-Tränke? Komm! Oh, bitte, Mutti!
Kaiser war in der Mitte. Lol, oh, wäre die jetzt noch gekommen? Ich dachte gerade so, hey, wo ist denn die Kaiser hin? Ich dachte, die hätte irgendwie geliebt, als sie in der Base noch steht. Nee, ist geil, wie der Jack, also wie safe der spielt, finde ich gut. Finde ich nicht schlecht. Mag ich, das safe Spiel. Oh, meine Herren, ey, was ist los? So. So, werde ich mal hier warden. Also Möglichkeiten, das zu gewinnen, geht noch, aber die haben natürlich jetzt gerade einen ordentlichen Goldvorteil. Den sollten wir definitiv nicht beachten. Habe ich gerade gesagt, den sollten wir definitiv nicht beachten, den sollten wir definitiv nicht vergessen. Entschuldigung. Kasadin zu flächen ist das Sinnvollste, was man machen kann, muss ich echt sagen. Das ist, macht richtig, richtig viel Sinn. Gut, die sind in den Teamfights leicht stärker. So, sehe ich ein. Die haben ja Wumms hinter. Das war jetzt vielleicht nicht so schlau von mir. Aber ey, Jack hat mitgemacht, ja. Was für ein Game, ne? Was wir hier gerade zocken, das ist so bescheuert, was wir hier gerade. Das ist irgendwie so Iron 5000 Game. So. Teamfight total bescheuert. Die wir hier machen. Ich bin mit meinem Item noch nicht fertig. Das finde ich natürlich auch noch geil. Noob schreiben. Also ich sage ja, Iron 5 Millionen, ne? Das Game hier gerade. Ja, also ein Kasadin hinterher zu rennen, das ist auch absolut useless. So, dann gucken wir mal. Ich bin gut. Okay, wurde in der Base beschworen, kommt. Oh oh. Nee. Oh, 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 oh. Blutrausch. Weg hier. Also haben wir jetzt nicht schlecht gemacht, ne?
Ich bräuchte, ja, die Maske holen wir uns jetzt und danach holen wir uns wieder ein scheiß Item für Mana, weil Mana geht mal so auf den Sack hier in dem Spiel, ohne Mist. Also, die sollten irgendwie, keine Ahnung, also vielleicht patchen, dass man mit Leona mehr Mana hat oder so. Mein Problem, ich mache immer die Angst-Spells. Seht ihr das? Also alles irgendwie einsetzen manchmal. Ich hab's getried, naja gut. Ich wollte es ausprobieren. Aber logischerweise, wenn die Dings haben, wenn die Smite haben, wird da wohl nichts draus. Ne? Anstrengendes Spiel gerade. Warte mal, wir hatten doch hier ein Tank-Item. War das nicht hier? Hier. Gefrorenes Herz gibt nämlich 400 Mana. Das, auf das können wir wieder gehen. Ich komme! Also was für ein Game, nee, das macht mich fick und fertig hier das Game gerade, aber ist irgendwie witzig. Das würde ich nie machen, Meldfight. LOL! Wo hat denn sich Kassadin hin teleportiert? Ich denk mal hier irgendwo hin. What the fuck? Ist einfach Kassadin komplett weg, ey. Okay. Okay, gut, damit hätte ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Scheiße. What the fuck? Sehe ich mein. Ah, hier ist mein Wasser. Hat mich so leicht geflasht jetzt gerade, ne? So, dann werden wir mal hier in die Mitte watscheln. Also und unser Carry ist gerade wirklich Schienereis. Ja, den muss ich deffen wie sonst was. Obwohl Kaiser natürlich auch noch zurückkommen kann. Und wenn Kaiser zurückkommt, haben wir zumindest zwei solide Carries. Alter, wie knapp, ey. Geil.
Ah, feier ich. Finde ich cool. Alter! Was ist los? Wir müssen definitiv die Wurzeln ein bisschen klären hier. Ja, schade, hat nicht funktioniert. Na ja, gut, egal. Ich dachte, China-Reis kommt früh genug, dass wir ein bisschen Damage rauspullen können, aber hat nicht funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. So ist es. So, wir sollten für Drake gehen. Es sind alle Gegner ab, ne? Ja. Und wenn wir jetzt natürlich Jack verlieren, GG. Ja. Das war richtig dumm von Jack. Alter, die haben zwei... Oh, Alter. Das tut weh. Wir haben natürlich jetzt auch keinen, der mit Netgame extrem skaliert. Also wir haben jetzt keinen Nasus oder Kriegsverweigerer oder sowas. Sonst wären die Drachen jetzt auch nicht so schlimm. Weil da könnte man ja in Anführungszeichen gegenskalieren. Es war dumm. Scheiße. Da habe ich mich, da habe ich mich ein bisschen, ja. Bisschen trollen lassen. Muss ich ja zugeben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nie gedacht, dass, Kasadin so nah ist. Ich dachte, Kasadin wäre noch in der Base und, ja. Wir könnten ganz schnell die Tanks machen, aber... Ups! Aber ey, immerhin schreibt keiner, dass ich das war. Ah, okay, das war scheiße. Oh fuck. Jungs. Gut, das ist zwar nur Malphite, aber muss ja trotzdem nicht sein. Fuck, lass mich raus hier. Wir hatten jetzt... Hä, wir hatten doch den Baron-Buff. Alter, guck mal. GG, ne, wir haben verloren. Haha, geil.
die kriegt never ever die ganze Rüstung runter. Und vor allem die Minions machen dann den Rest. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, auch wenn das Game wirklich so ein Iron Game 5 war. Ja, wir sehen uns im nächsten Spiel. Bis dann, haut rein und tschüss.